lesen Sie dieses Buch. Zuversicht, ein Roman der israelischen Autorin Mira Magen. Zuversicht, ja, das ist ein gewagter Titel überhaupt, aber jeder braucht Zuversicht. Alle Menschen auf der ganzen Welt brauchen das. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es auch in Israel ein ganz normales Leben gibt. Auch wenn wir in der Zeitung immer alles Mögliche von schrecklichen Sachen lesen. Wobei, hier geht es auch um etwas Schreckliches. Um eine junge Frau nämlich, die ihren Mann und ihr kleines Kind bei einem Autounfall, nicht bei einem Selbstmordattentat, aber Autounfall ist erstmal für sie genauso schlimm, verloren hat. Und die in einer schrecklichen Trauer gefangen ist, weil sie weiß, dass nie mehr etwas so werden wird, wie es je war. Und wie Mira Magen es schafft, diese Trauer zu beschreiben, das alleine ist schon eindrucksvoll. Diese Nava ist wie in einem Panzer gefangen, wie in Zellophan verpackt, schreibt Mira Magen. Und das Seltsame ist aber, und jeder wird das nachvollziehen können, oder viele werden es nachvollziehen können, die schon einmal eine schwere Trauer durchlebt haben, wenn man so in Zellophan verpackt ist, wird man auf eine seltsame Weise auch unabhängig von der Außenwelt. Es kann einem eigentlich nichts mehr Schlimmes passieren. Das Schlimmste liegt schon hinter einem. Und man wird auf eine seltsame Weise frei. Ja, diese Nava hat in dem Moment oder kurz danach sieht sie keinen anderen Weg mehr. Sie sagt, entweder Selbstmord oder Irrenhaus. Sie entscheidet sich für betreutes Wohnen, weil sie denkt, dass ihr Leben sowieso schon zu Ende ist. Sie hat das Geld dafür durch die Lebensversicherung bekommen, arbeitet nebenbei noch in einem Supermarkt, das heißt, sie tut noch irgendwas. Und sie ist natürlich auch im Speisesaal zusammen mit diesen alten Leuten aus dem betreuten Wohnen, die ihr auch erstmal schon ziemlich aggressiv entgegentreten und sagen, meinst du, du bist die Einzige, die hier was Schlimmes erlebt hat? Viele von uns waren in Lagern, waren in der Emigration. Also du bist hier nicht, hast ja nicht das Anrecht auf Mitgefühl. Ja, wie auch immer, dadurch wird das Leid von Nava nicht kleiner. Ihre Wohnung hat sie aber verschlossen, damit noch etwas von dem Duft ihrer Lieben darin bleibt. Ach, sie kann da einfach nicht mehr rein. Und dann schafft es Mira Magen, uns in eine ganz turbulente Handlung hineinzuziehen. Denn so sehr sich auch diese Nava abgrenzen möchte, sie ist ja verbunden mit vielen Leuten, mit ihrem Bruder, mit der Tischlerei ihres Bruders, wo ein Tischler arbeitet, der auch schon Schweres durchgemacht hat, mit der Schwägerin, die sich durch die Welt bewegt, als wäre es ihre eigene Küche, mit den Kolleginnen im Supermarkt und wie gesagt, mit den alten Leuten in diesem Heim, wo auch ganz seltsame Schicksale zusammenkommen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil man erwartet natürlich, der Titel hat es einem ja versprochen, man erwartet ja, dass diese Nava wieder zur Zuversicht findet. Aber man kann es nicht voraussehen, wie das geschieht. Für mich sehr eindrucksvoll war, wie offenbar in Israel die persönlichen Beziehungen zwischen den Menschen noch viel besser funktionieren als hier. Da gibt es also, zumindest stellt es Mira Magen so dar, auch unter Fremden viel Solidarität und Zusammenhalt. Und dieser Zusammenhalt, der hilft Nava auch, wenn sie sich erstmal dagegen wehrt. Ich will jetzt nicht erklären, wie das Ende des Buches ist. Diese Spannung soll erhalten bleiben. Aber es gibt da eine sehr schöne Stelle aus dem Buch Mose. Die heißt, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst. Mira Magen ist in der israelischen Friedensbewegung aktiv und sie ist als orthodoxe Jüdin erzogen. Das merkt man, wenn man das Buch liest. Diese Zuversicht kommt auch aus ihrem Glauben. Und ja, sie kommt aus einem Gedanken,
den man sich eigentlich auch immer wieder nahelegen muss. Wir leben niemals in irgendwelchen sicheren Zuständen. Wir sind immer von Unsicherheit sehr gequält. Aber es ist ganz normal, jedes menschliche Leben vollzieht sich auf unübersichtlichen Wegen, auch wenn wir glauben, dass die Wege übersichtlich wären. Es kann immer etwas passieren, was es wieder unübersichtlich macht. Und da ist es wichtig, sich zu bewegen. Ich gehe in kleinen Schritten, sagt Naber an einer Stelle. Und ich glaube, das ist für mich eine gute Lehre. Kleine Schritte tun, etwas tun und sich nicht quälen, wenn man nicht Übersicht über das Ganze hat.